ich möchte in Friedberg Bürgermeister werden, weil ich die Bürgerinteressen über die parteipolitischen Interessen stellen möchte. In Friedberg brauchen wir die Freien Wähler, weil wir eine politische Kraft brauchen, die nur für den Bürger da ist. Uns reicht es von dem parteipolitischen Taktieren der großen Gruppierungen und vor allem Parteien. Ich bin von Hannes Hatzold, weil das ist ein Friedberger, der kennt Friedberg und der macht was für Friedberg. Bei uns in Friedberg muss sich an der Parkplatzsituation dringend etwas ändern. Wir brauchen unbedingt neue Parkplätze rund um den Bahnhof. Wir brauchen in Friedberg ganz dringend kleinere Busse oder dann sogar im Idealfall Elektrobusse, die die Ortsteile wesentlich besser anbinden und die Bürger in den Ortsteilen weniger belasten. Unsere schöne Friedberger Innenstadt weist viel zu viele leerstehende Ladenlokale auf. Diese müssen durch attraktive und neue Konzepte wieder gefüllt werden. Einsatzbereitschaft und Offenheit für alle Friedberger Bürger. Lebenserfahrung, Organisations- und Managementfähigkeiten. Tatkraft und Durchsetzungsvermögen, um die Interessen der Stadt und der Bürger zu vertreten. Anstand, sehr viel Fleiß und Ausdauer. Oft braucht es ein Quäntchen Glück und Humor, um das eine oder andere wegzustecken. Das ist eigentlich das Allerwichtigste, dass man grundsätzlich die Leute nicht anlügt. Ehrlichkeit, ja. Ehrlichkeit ist das Allerwichtigste. Ich wähle deshalb einen Hatzold, weil ich mir vorstelle, dass der ein Durchsetzungsvermögen hat. Ich wähle Johannes Hatzold, weil er ein Mensch mit Verstand und Tatkraft ist.